Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf die Überholspur. Und heute machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Es geht nämlich darum, wie muss man zu einer ungeregelten Kreuzung mit Rechtsvorrang dazufahren? Das schauen wir uns jetzt an. Du kennst das ja, wenn du in den Städten und Gemeinden, also im Ortsgebiet unterwegs bist. Du hast eine Kreuzung mit Rechtsregel. Es ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich, weil Sträucher und Bäume dastehen oder Autos. Man sieht also nicht, ob von rechts ein Fahrzeug kommt. Dann gibt es immer wieder das Problem, dass man vielleicht zu schnell an die Kreuzung heranfährt und dadurch dann, falls von rechts ein Auto kommt, eine Vorrangverletzung begeht. Und du weißt, Vorrangverletzungen darf man bei der praktischen Prüfung nicht machen. Da würde eine Vorrangverletzung reichen und laut Prüferhandbuch in Österreich wäre dann eine Prüfung negativ. Die Frage ist jetzt, wie fährt man denn zu einer ungeregelten, unübersichtlichen Kreuzung dazu? Und ich möchte mit euch ein kleines Gedankenexperiment machen. Dafür müssen wir vorher klären, du hast das ja im Theorieunterricht sicher gehört, wie man den Reaktionsweg ausrechnet. Der Reaktionsweg ist ja der Weg, den ich mit meinem Fahrzeug zurücklege, vom Erkennen einer Gefahr, also zum Beispiel eben jemanden, der von rechts kommt, bis zum Betätigen der Bremse. Man hat noch nicht gebremst. Also man fährt, wenn man brav ist, in der 30er-Zone immer noch 30. Man hat nur gecheckt, okay, von rechts kommt ein Auto, ich muss eventuell bremsen. Die Länge des Reaktionsweges kann man berechnen. Das ist eine Näherungsformel, stimmt nicht ganz genau, auf Zentimeter genau, aber es ist einfach leicht zum Rechnen, nämlich Geschwindigkeit durch 10 mal 3. Jetzt schauen wir uns einmal so eine Kreuzung an. Das ist in Klagenfurt eine ganz unübersichtliche Kreuzung. Da fahren unsere Prüfer natürlich sehr gerne, weil hier wirklich es ganz schwierig ist einzuschätzen, kommt ein Auto, kommt keines, wenn man sehr spät sieht. Jetzt überleg einmal, wie breit ist denn so eine Straße, die hier rauskommt? Die ist ungefähr gleich breit wie unsere Straße. Ich würde einmal sagen, 6 Meter. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr nicht der Meinung seid, aber ungefähr 6 Meter. Daumen mal Pi, geht nicht auf 3 Kommastellen genau. Und dann ist die Frage, na wie viel vorher sehe ich denn ein Fahrzeug, das kommt? Überlege auch, es kommt ein Mopedfahrer ein bisschen schneller, es kommt ein Motorradfahrer, vielleicht dann natürlich ein Auto, das auch schneller kommt. Ich würde sagen, 2 bis 3 Meter, bevor man bei dieser Kreuzung ist, kann man dieses Auto dann erkennen. Na und jetzt überlege mal, wenn du 30 fährst, eine Sekunde Reaktionszeit hast, nicht langsamer wirst, nicht bremsbereit hinfährst, vor allem nicht gleich hineinschaust in diese Kreuzung, dann hast du eine Sekunde Reaktionszeit. Und in dieser Sekunde legst du 9 Meter zurück, da hast du noch nicht gebremst. Das heißt, in dieser Situation, 6 Meter ist die Straße breit, 2 Meter sehe ich vorher das Fahrzeug, das kommt, naja, da bin ich einen Meter nach der Kreuzung, wenn ich zu bremsen beginne. Und dann kann man es auch bleiben lassen, dann funktioniert das nicht mehr. Dann kann man nur hoffen, dass der Vorrang hat, stehen geblieben ist, weil sonst gibt es einen Unfall und wir leider Gottes wären schuld. Jetzt wird vielleicht die eine oder der andere von euch einwenden, naja, der Bremsweg bei 30 ist ja auch 9 Meter. Wir haben Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10. Aber bitte denk dran, dass der Bremsweg ist ja der Weg, den der Gesetzgeber dir gestattet. Wenn du mit 30 fährst, muss dein Auto nach 9 Metern stehen bleiben. Wenn du länger brauchst zum Stehenbleiben, dann würde dir ja die Zulassung entzogen werden, Pickel weg, Kennzeichen weg und dann müsste man das Auto in die Werkstatt geben. In der Realität bremst ja ein Auto viel besser. Wir haben bei 30 km/h Bremswege, wenn man wirklich ordentlich rauftritt, zwischen 3 und maximal 4 Meter. Und wenn du diese Kreuzung in Erinnerung rufst, 2 Meter habe ich vorher das Fahrzeug gesehen, die Kreuzung ist 6 Meter breit. Na, wenn ich jetzt 4 Meter brauche zum Stehenbleiben, stehe ich ein bisschen in der Kreuzung drin, würde sich ausgehen. Deshalb die Frage ist, wie fährt man denn jetzt zu einer Kreuzung dazu? Ganz wichtig, bremsbereit. Was heißt das bremsbereit? Naja, man gibt den Fuß über die Kupplung, den linken Fuß, den rechten Fuß über die Bremse, man steigt noch nicht drauf. Das Auto wird jetzt ein bisschen langsamer. Du brauchst übrigens keine Angst haben, dass das Auto absterben kann, weil unsere Autos alle so viel Standgas haben, dass man theoretisch weiterrollt. Mit dem zweiten Gang 15 km/h. Erst wenn man dann noch mehr bremst, dann könnte es passieren, dass das Auto abstirbt. Bis dorthin überhaupt kein Problem. Dann natürlich rechts hineinschauen und wenn ein Auto kommt, können wir ganz rasch bremsen. Wenn kein Auto kommt, dann können wir ja wieder Gas geben. Also denk dran, wenn du in eine unübersichtliche Kreuzung kommst, so wie hier in unserem Beispiel, unbedingt bremsbereit hinfahren, langsamer werden, linken Fuß über die Kupplung, rechten Fuß übers Bremspedal, noch nicht draufsteigen, rechts reinschauen, ob ein Auto kommt, dann bist du auf der sicheren Seite. Und es wird dir auch kein Prüfer hier irgendwie als negativ anlasten, wenn du bei einer unübersichtlichen Kreuzung mit Rechtsregel langsam hinfährst.
Du kannst das gleich bei der nächsten Fahrstunde umsetzen. Schreib uns in die Kommentare, wie es dir gegangen ist. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal, sag weiter, dass es uns gibt, das würde uns ein bisschen mehr Reichweite bringen, da würdest du uns sehr helfen, vielen Dank schon vorab dafür. Wenn du Ideen hast, Fragen hast, bitte schick sie uns an fragen@alpenland.co.at oder per WhatsApp an 0677 640 297 00. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.